Da ist sie. Da ist die Quest, auf die wir so lange gewartet hatten. Das Hieranconpolis-Fürstentum könnte gegründet werden, wenn wir es schaffen, die benachbarten Stämme dazu zu bringen, sich uns zu unterwerfen und sich mit uns zusammen zu diesem Fürstentum zu vereinen. Ist ein Fürst selbstverständlich? Ja, das wäre dann ich. Entschuldigt bitte, keiner von euch, sondern ich sitze hier ja mit meiner aus Elfenbein handgeschnitzten Computermaus und das wäre euer WB. 0 von 6 Stämmen haben wir schon vereint. Tolle Leistung. Ich klopfe mal selber mit der rechten Hand auf die linke Schulter und zucker zusammen, weil ich mich dabei auch gekniffen habe. Der nächste Stamm hat eine Armee von 160 Militärpunkten. Was sollen wir mit ihnen machen? Es sind 6 Stämme. Wir haben ganz oben, es ist zu sehen, könnt ihr vielleicht nicht so gut erkennen, hier steht 621 Armeepunkte haben wir angespart. Plus 8 erzeugen wir pro Runde. Dass wir die Alternative erobern, gegen die ankämpfen, wenn wir es schaffen. Sollten wir eigentlich schaffen. Überlegenheit von 4 gegen 4 zu 1, 5 zu 1, 4 zu 1 etwa, hätten wir einen erobert. Alternative können wir versuchen, uns friedlich mit den Stämmen zu vereinen. Das kostet uns beim ersten Stamm 30 Nahrung und 30 Hämmer. Wir haben 115 Nahrung und 196 Hämmer angesammelt. Das heißt, wir könnten, falls diese Kosten konstant blieben von Stamm zu Stamm, 3 Stämme friedlich unterwerfen. Danach müssten wir kämpfen. Puh. Wir versuchen es mal bei dem ersten. Oh, habt ihr gemerkt? Jedes Mal werden die Kosten teurer und leider auch die Militärkosten. Das heißt, dann, da unser Problem wahrscheinlich nicht ist, die friedlichen Kosten, sondern die Militärkosten, fangen wir damit mal an. Ich kämpfe einmal. Jetzt seht ihr auch, wie das funktioniert. Wir werden einen benachbarten Stamm angreifen, dramatische Musik im Hintergrund. Ein Let's Play mit echten Special Effects auf Hollywood-Niveau. Ich klopfe jetzt auch mal mit der linken Hand auf die rechte Schulter. Hieranconpolis, wir haben 621 Militärpunkte, der lokale Stamm 140. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir siegen, liegt bei, rechnet der Computer blitzschnell, bei 82%. Angreifen oder alles abbrechen. Wir greifen natürlich an und jetzt schaut mal, was passiert. Langsam wird das hier runtergerechnet. Die Krieger geben einen Kriegsschrei von sich. Es gibt verschiedene Kriegsphasen, das wird so zufällig ausgewürfelt. Das ist die Phase für den Gegner, gerade wo der uns flankiert hat, wo der, die Phase für ihn besser war. Jetzt gehen wir in den Nahkampf und jetzt haben wir, im Nahkampf können wir unsere Überlegenheit völlig ausspielen. Übrigens, diese Geste, die ihr hier seht, dass einer unserer Leute einen der Gefangenen am Kopf packt und an den Haaren zieht, das ist tatsächlich jetzt keine künstlerische Freiheit der Entwickler oder des Grafikers von Clarus Victoria, sondern das ist ein ganz, ganz beliebtes Motiv auf altägyptischen Bildern, die man von damals gefunden hat, auf Steintafeln beispielsweise. Das hat man damals so gemacht. Vor allem der Pharao, der wird immer wieder, ob symbolisch, ob vielleicht ist das auch ein symbolisches Bild gezeigt, wie er einen unterlegenen Herrscher am Kopf bzw. an den Haaren packt. Er kniet vor ihm und er schlägt ihm dann als nächstes den Schädel ein. Unsere Verluste gering, trotzdem schmerzhaft. 35 Männer haben wir verloren. Den Stamm haben wir ausgelöscht, zumindest all dessen Krieger. Wir haben den benachbarten Stamm erfolgreich angegriffen. Unsere Feinde sind geschlagen. Ihre verbleibenden Leute werden sich an unsere Macht erinnern. Der nächste kostet nur noch 100 Armeepunkte. Eben waren es mehr. Dann machen wir das mal. Oder wir klicken erstmal auf Vereinen. Jetzt ist die Armee wieder größer. Das wird anscheinend zufällig ausgewürfelt vom Programm. Einen können wir uns noch leisten. Ja, es wird zufällig ausgewürfelt und jetzt die Armeegröße bei 80. Das sollte uns einfacher fallen. 2 Stämme müssen wir noch erobern. Wir haben keine Vorräte mehr an Nahrung oder an Produktion, um sie zu umschmeicheln. Den Stamm gegen den Froschstamm, Krötenstamm, diesen Kampf sollten wir erfolgreich durchführen. Aber was der nächste dann bringt, wenn das ein sehr starker Gegner ist, erstmal angreifen und
uns der nächsten Herausforderung stellen. Das ist ein leichter Kampfbonus für uns gewesen. Kriegsschrei, Gegner einschüchten, das ist so eine Kampfphase, wo wir unsere Überlegenheit ausspielen können und das war leicht. Wie gut, dass wir so frühzeitig so viele Männer in unserer Kaserne geschickt haben. Sie haben keine Nahrung eingebracht oder kaum keine Produktion, aber sie haben Soldatenpunkte gebracht. Das hatten wir sehr frühzeitig gemacht, hatten sehr frühzeitig die Kasernen auch freigeschaltet und erforscht. Und wie gut, dass wir so viel gespart hatten zwischenzeitlich an Nahrung und Produktion. Keine neuen Handwerker freigeschaltet hatten, keine Gebäude durchgeführt, keine Reparaturmaßnahmen durchgeführt haben. Sonst sähe das hier echt schwieriger aus. Ein Stamm bleibt übrig. 220. 220 Armee. Wir haben 581. Wir packen das, aber bei welchen Verlusten auf unserer Seite? Nächste Runde hätten wir das noch nicht. Wir haben 6 Nahrung, 87 Produktion. Produktion ist nicht das Problem, aber die Nahrung? Das werden wir in 3 Runden hätten wir erst genug Nahrung, um das durchzuführen. Wollen wir das auf die lange Bank schieben? Den letzten ich höre eure Zurufe schon. WB, WB, trau dich, wir stehen hinter dir, um dir einen Tritt in den Allerwertesten zu geben, falls du scheitern würdest. Und erobern, kommt. Vorhersage, glorreicher Sieg, das will ich hoffen, aber 73%. Hoffentlich klappt das. Unsere Leute wiegen schon, balancieren schon die Speere aus. Hier seht ihr es, ob sie gerade genug sind und schön ausbalanciert. Bogen werden gespannt, Pfeile sortiert. Mut wird sich zugerufen und vermutlich auch angesoffen. Wir klicken mal auf Angriff. Aus dem Hinterhalt greifen wir an, das ist gut für uns. Wir haben den Feind in die Zange genommen, wir haben Glück zu... Das Programm lost uns glückliche Kampfphasen aus. Die Feinde haben wir ein Schwein. 3 erfolgreiche Phasen hintereinander. Am Schluss zögerten noch die Feinde glorreich. Wir haben totales Glück auf unserer Seite gehabt. Wunderbar. Ganz, ganz hervorragend. Nur 17 Verluste. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, dass auf Seiten... Daher kommt das vielleicht. Schaut mal hier, ein Hipster auf Seiten des feindlichen Stammes am Bartwuchs und der langen Frisur deutlich zu erkennen. Ich glaube, das sind nicht die besten Kämpfer, diese Jute-Taschenträger. Das ist wahrscheinlich das Geheimnis unseres Erfolges gewesen. Der Krötenstamm war von Hipstern unterwandert. Ja, und die erste Quest, die wir nicht nur schaffen, die dritte, die wir jetzt, im Spiel haben, sondern die wir auch mit einer Goldmedaille absolviert hatten. Die erste, den Horus-Tempel, die hatten wir komplett vergeigt. Die zweite Prüfung, Flüchtlinge aus der Sahara, hatten wir mit einer Silbermedaille abgeschlossen. Und die dritte jetzt, mit einem Goldsieg. Wir werden von Quest zu Quest besser. Wir haben die benachbarten Stämme erfolgreich in einem mächtigen Fürstentum vereint und kontrollieren nun viel Land. Prüfung erfolgreich bestanden, das Hieran-Konpolis-Fürstentum wurde gegründet und unser Bonus ist nicht nur, dass Horus jetzt glücklich ist, sondern dass wir 2 Autoritätspunkte pro Runde gewinnen. Wow! Und dadurch haben wir die Kontrolle über ein großes Gebiet mit vielen Städten und Tausenden kleinerer Stämme erlangt, die stark die Macht des Horus erheblich. Hier wurde eine Region um 1 Nahrung und 2 Produktion verbessert. Wow, schaut euch das mal hier an. Da setzen wir gleich einen Bürger rein. Das ist ja cool. Jede Menge Produktion hier auf unserer Seite. Und ich frage mich, ob die anderen Stämme jetzt mittlerweile bereit sind, mit uns zu sprechen, wo wir ein Fürstentum gegründet haben. Wer weiß? Hier oben das rote, Wahrscheinlichkeit eines Aufstandes, die rot geballte Faust, darunter die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs durch Nachbarn. Und ein Tutorial. Andere Regionen werden nicht so effektiv bewirtschaftet wie deine Hauptsiedlung. Entschuldigt bitte. Ich muss mal ein Schlückchen trinken, da habe ich mich so erschrocken. Ein freundliches Nicken, das könnt ihr nicht sehen, gegenüber meinem Sklaven, der mir den Wein gereicht hat. Andere Regionen werden nicht so effektiv bewirtschaftet. Eine falsche Politik kann erst zu Aufständen, dann zur Unabhängigkeit und dem Verlust einer Region führen. Um Spannungen in einer Region zu vermindern, verehre die Göttin Nechbet oder baue neue Unterkünfte. Neue Bedrohungen hinzugekommen. Das heißt, je größer unser Reich wird, wir sind ja über Hieran-Konpolis hinausgewachsen politisch,
Und je mehr weiter weg vielleicht auch unsere neuen Regionen und Siedlungen sind, desto eher kommen die Leute auf falsche Gedanken. Das erinnert uns Civilization-Spieler aus frühen Civ-Teilen, da gab es sowas ja auch. Je weiter eine Region weg lag, desto korrupter wurde die potenziell, konnte auch mal abfallen. So ähnlich stelle ich mir das hier vor, ohne genau zu wissen, wie die Spielmechanik funktioniert. Wahrscheinlichkeit eines Aufstandes als neue Bedrohung hinzugekommen. Oben rechts wird es angezeigt. Bislang immer bei 0%, jetzt kann das auch wachsen anscheinend. Da müssen wir Obacht geben. Wie gut, dass wir bisweilen unsere Göttin Nechbet, die Geiergöttin, anbieten können, damit all diese Werte sinken. Prima. Sehr schön. Kein Bürger, den wir all unsere Nahrungsvorräte rausgehauen. Nur Produktion haben wir ohne Ende. Das heißt, wir können durchaus jetzt einen Bürger. Achso, wir wollten mal rauskriegen, ob wir eventuell mit den anderen Stämmen jetzt reden können. Hier sind wir ja. Ich such mal irgendeinen raus, der nicht so produktiv ist. Oh, die sind alle recht produktiv. Ja. Hier unten, den schnappe ich mir mal. Plus 1 Nahrung, plus 2 Produktion. Geh mal hier hoch ins alte Ägypten, in das gesamte Ägypten und schau mal, ob vielleicht dieser Stamm hier bereit ist, mit unserem Abgesandten ein Schwätzchen zu halten. Ja, da wir ein Fürstentum sind, gelten wir als würdig genug, jetzt mit ihnen zu reden. Oh, Krieger sind unbesiegbar. Wir haben nur noch 564 Armeepunkte. Könnt ihr wahrscheinlich kaum lesen. Ich lese es euch vor. 835. Wenn wir mit denen handeln würden, ja, 3 Nahrung gegen eine Produktion. Wir könnten mehr Krieger bekommen hier. Plus 4 für eine Nahrung. Auch nicht viel besser als unsere Kasernen. Könnten sie schwächen, aber selbst das wäre zu heftig. Nee. Wieder raus. Und wie sieht es mit den anderen Stämmen aus? Hier haben wir die Roten, die sind uns feindlich gesonnen. Militärische Macht ist... Ja... Wir brauchen dringend mehr Militärmacht. Das können wir alles knicken hier. Die Herrschaften sind alle zu stark für uns. Die sind immerhin schwach. Sollte den Versuch wagen, das machen wir. 69, die erobern. 9 Nahrung jede Runde. Ich würde gerne erstmal 1 bis 2 weitere Bürger erstmal haben. An das Bevölkerungslimit möchte ich ranstoßen, dann machen wir das. Wir sind ja hier schon beschäftigt. Und die kulturellen Errungenschaften? Ja, Braukunst, Prost! Gerstenbier wurde das Lieblingsgetränk der Menschen von Hierakonpolis und eine wertvolle Ware. Wein AD, Bier, Juche. Plus 2 Nahrung, plus 2 Produktion. Bier war das beliebteste Getränk der Stadt und wurde in speziellen großen Gefäßen aus Gerste gebraut. Es wurde so viel Bier gebraut, dass man es sogar in die benachbarten Siedlungen verkaufen konnte, deshalb die plus 2 Produktion. Das Bier aus Hierakonpolis wurde für seinen einzigartigen Geschmack geschätzt. Mutmaßen die Entwickler, ich glaube, das hat sich bis heute in irgendwelchen Amphoren nicht unbedingt gehalten. Aber das ist doch cool. Sehr, sehr cool sogar. So, und wir können hier noch diese Kolonie in Edfu... Könnten wir auch durchziehen. Eine Runde und dann hier einmal bauen. Sollen wir das machen? Oder sollen wir jetzt endlich mal, ich höre schon eure Aufschreie, die Reparaturmaßnahmen hier durchführen? Wir machen erstmal die Reparaturen. Obwohl, mittlerweile sind wir hier so lahm. Bevölkerungslimit Gebiete um plus 2 verbessern. Verbessert das Gebiet. Das ist diese Kolonie in Edfu, genau. Die wäre auch nicht so dolle, oder? Nee, wir machen das anders. Wo habe ich den Bürger denn gerade hingesetzt?
Mist. Es ist jetzt ein bisschen peinlich. Ihr müsst jetzt mal weggucken oder weghören. Ich habe vergessen, vor lauter Denken, wo ich den Bürger gerade hingesetzt hatte. Wir müssen hier auch weiter erkunden. Wo ist denn mein wo habe ich den gerade hingesetzt? In Tran. Ich habe irgendwie nachgedacht und nachgedacht. Ach so, ich habe ihn reparieren lassen, genau. Wir ziehen ihn wieder raus. Wir haben einfach zu wenig Leute und setzen hier weiter in die Erkundung rein. Denn da kriegen wir die Boni. Das muss noch ein bisschen warten, das Gebiet. Ich weiß, die Flutschäden, die sind schon eine gefühlte Ewigkeit her. Nächster Bürger, noch eine Runde warten. Mal gucken, was die Belohnung uns da bringt. Und? Noch ein Stück vom Nil entdeckt. Der Krokodilstamm. Der Hierankonpolis Zoo. Die Anführer wollen verschiedene Tiere an einem Ort versammeln, damit wir verschiedene Götter und Geister in ihrer Tierform verehren können. Das ist echt ein Unterschied zu den zoologischen Gärten heute. Da brechen die Schulklassen rein, erschrecken die Tiere und wollen einfach ein paar blöde Witzchen reißen. Mama, Mama, guck mal, der Dingsbums da, und die Eltern, die halten dann so kluge Reden wie, oh Gott, guck mal. Also, sorry, dass ich mich so drüber lustig mache. Ich bin großer Zooliebhaber. Ich habe eine Jahreskarte im Kölner Zoo, aber wenn ich ja manchmal die Dialoge zwischen Mama, Papa und den Kleinsten anschaue, da bekomme ich Gänsehaut über meinem Hirn. Der große Hauptkäfig ist noch immer leer. Was werden wir dort halten? Nein, als Kind war ich auch total gerne im Zoo und bin gerne mit Erwachsenen hin und war auch nicht immer der Klügste, aber manche Eltern haben so eine Art und Weise, mit Kindern zu sprechen. Das finde ich so furchtbar. Und die reden auch so laut miteinander und den Kindern werden dann oft Sachen gesagt, die sie nicht unbedingt klüger machen. Und dieses Geschrei. Als Kind war ich irgendwie ruhig. Nein, entschuldigt, jetzt weiche ich ja völlig ab. Ich kehre mal wieder zum Spiel zurück. Wollen wir Nilpferde im großen Hauptzoo handeln? Große Tiere sind fürsorgliche Eltern. Sie werden die Schutzherren der Schwangeren sein. Kosten für neue Arbeiter sinken um 5% bei der Nahrung. Aber wir müssen dann -2 Nahrung jede Runde dafür aufbrauchen. Das lohnt sich nicht. Nilpferde sind halt hungrig, oder? Elefanten kosten uns auch Unterhalt. Baukosten sinken um 5%. Das sind -2. Das lohnt sich für uns in dieser Spielphase nicht. Nee, sorry, also das kommt zu früh, das Event. Krokodilstamm entdeckt. Hier ist er. Militärische Macht erheblich, freundlich zu uns. Wertvolle Güter. 6 Nahrung für eine Produktion. Wow, Wein, von wegen. Eben habe ich das hohe Lied auf den Gerstensaft gesungen. Aber mit Wein kann man anscheinend noch guter, noch bessere Geschäfte machen und noch mehr Nahrung bekommen. Das mache ich doch sofort. Das lohnt sich hier. Wow. Und die nächste Erkundung ist hier oben. Wir erreichten das große Wasser und hielten es zuerst für das Ende der Welt. Doch es stellte sich heraus, dass es ein riesiger See ist, in den ein Nebenfluss des Nil mündet. Es gibt dort viele Eingeborene und am Ufer wimmelt es von Krokodilen. Das ist hier, dieser See hier, den wir entdeckt haben. Jetzt hätte ich gerne einen Bürger frei, um den hier oben hinzuschicken. Dann kommen wir eventuell auch schon an die Küste des großen Meeres. Den hole ich mir mal, indem ich 42 Nahrung spendiere. In 4 Runden ist es soweit. Und Produktion haben wir noch und nöcher. Die auszugeben würde schon Sinn machen. Und deshalb schnappe ich mir mal einen meiner Bürger. Und setze ihn mal in den Bau dieser Kolonie, damit wir hier vorankommen. Und dann werde ich 3 minus 53 ist heftig, aber dann werde ich demnächst mal die Kultur benutzen, um eine Runde abzukürzen. Pardon, die Autorität benutzen. Genau. Fürstentümer Patyris und Diospolis. In der Nähe, an der nördlichen Grenze unseres Reiches, sind neue Fürstentümer entstanden. Konkurrierende Fürstentümer? Oh je. Patyris und Diospolis mit Siedlungen in ihrem Zentrum.
Sie werden scheinbar, der Übersetzer meint, glaube ich, anscheinend, sie werden anscheinend zu einer Bedrohung für uns und wir müssen uns darauf vorbereiten, das Land unserer Ahnen zu verteidigen. Entschuldigt bitte meine Kundenkackerei, aber anscheinend sagt man, scheinbar, das schwingt immer mit, dass es nur den Schein hat, dass es aber in Wahrheit nicht so ist. Und bei anscheinend lässt man das offen oder man suggeriert, dass es wohl tatsächlich so ist. Heutzutage sagen die meisten Menschen scheinbar, wo das eigentlich nicht korrekt ist. Sie sagen auch dann scheinbar, wenn anscheinend gemeint ist. Und das auch viele Journalisten schreiben das so, aber gemeint ist anscheinend, nicht scheinbar. Ja, jetzt habe ich mich wieder bei vielen von euch unbeliebt gemacht mit dieser Korinthenkackerei. Entschuldigt, ich kann nicht aus meiner Haut. Ich bin so sprachverliebt. Es tut mir herzlich leid. Ich krieg es nicht anders gebacken. Vielleicht kann ich euch ja damit wieder versöhnen, dass ich den Horusfalken anbete und euch daran erinnere, dass ich als Anführer hier der alten Ägypter, als Ortsvorsteher in Hierakonpolis, dass aus meinem Mund der weise Horus spricht und dass alles, was ich sage, wahr ist. Und dass ihr meine Autorität gefälligst anzuerkennen habt, auch wenn es sich nur scheinbar um einen Pharao handelt und anscheinend um einen Let's Player. Horus begünstigt uns. 1-2, das hat sich kaum gelohnt. Bevölkerungslimit nochmal erhöht. Nächster Bürger, jetzt verfügbar. Einmalig einer dazu, exakt keinerlei Nahrungsvorkommen mehr und zwei Bürger, mit denen wir jetzt schöne Dinge machen könnten. Einer erkundet da oben schon. Hier auf der Karte können wir im Augenblick nichts anderes mehr gescheit machen. Wir könnten ein bisschen die Seitenarme erkunden, aber wer weiß, ob sich das so lohnt. Wir gehen erstmal wieder zurück in das Baumenü. Wie viel haben wir in Produktion? Plus 22, ja, da können wir nicht viel reißen. Die nächsten Baumaßnahmen sind nicht möglich. Wir müssen erst den Stamm im Osten erobern. Das würde Sinn machen. Kolonie im Wadi. Das könnte auch Sinn machen. Da müssen wir erst den Stamm im Westen erobern. Den im Osten erobern. Dann wackle ich damit nochmal eine Runde ab und werde derweil die Bürger nochmal ein wenig hier schuften lassen. In einer Runde haben wir nämlich hier die Kolonie im Osten, haben uns mit der friedlich vereint und dann wollen wir mal weitere Pläne schmieden. In Kürze sehen wir uns weiter. Euer Korinthenkacker WB. Tschüss!